Guten Tag, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer Online-Vorlesung Distributed Systems. Mein Name ist Thomas Bocek und in diesem Video befassen wir uns mit dem Deployment. Und zwar wollen wir uns anschauen, wie man einen Dienst deployen kann, wie man es früher gemacht hat, was es für Alternativen gibt. Und auch hier seht ihr, dass es immer verschiedene Möglichkeiten gibt. Wir werden uns auf Docker Swarm und Kubernetes fokussieren. Wobei Kubernetes, da habe ich letztens einen LinkedIn-Post gesehen, dass hier auch bei der Vorlesung Cloud Operations das ein Thema war. Scheint eine ganz spannende Vorlesung gewesen zu sein von Puzzle ITC, welche ebenfalls über Kubernetes referiert haben und hauptsächlich, wie man Kubernetes in eine bestehende IT-Infrastruktur einbinden kann. Und dass es eben nicht mal so schwierig ist, einen Dienst zu deployen, aber eben Kubernetes irgendwo einzuführen, wo es schon etwas gibt. Ich muss dazu sagen, ich selber habe noch nie ein Kubernetes-Cluster selber aufgesetzt. Das heißt, wenn wir Kubernetes deployen, dann deployen wir zum Beispiel auf die Google Cloud. Dort hatten wir jeweils ein Cluster mit einem Kubernetes-Setup und wir konnten per Command Line konnten wir dann unsere Services deployen. Das heißt, ich habe Erfahrung, wie man einen Service deployen kann, aber selber ein Cluster habe ich jetzt noch nicht aufgesetzt. Wenn ich mich an die Zeit zurückerinnere, an die Anfänge in meiner IT-Karriere, dort haben wir jeweils Dienste ganz normal auf der Maschine gestartet. Entweder hatten wir ein Skript oder wir hatten uns per SSH in die Maschine eingeloggt und dann Pakete installiert oder auch Applikationen rüber kopiert und dann diese gestartet, zum Beispiel Apache konfiguriert, laufen gelassen und dann hat es meistens funktioniert. Das waren für die sogenannten Off-the-Shelf-Applikationen, Apache Nginx, also alles, was man installieren konnte, hat man über diese Package-Manager hat man installiert, also OTS out of the box oder off-the-shelf. Und mit einer Applikation für einen Kunden dort, wenn es Java gewesen ist, hat man dann ein WAR-File, ein Web-Archive-File erstellt und das konnte man dann irgendwo einliefern. Dazu gab es auch ein Endpoint, wo man dann das WAR hochladen konnte und dann wurde es gestartet, zum Beispiel auf dem IBM WebSphere oder auf Tomcat. Das sind so diese Application Containers, die man früher verwendet hat. Heute ist es mehr oder weniger, wird es ja nicht mehr verwendet. Heute hat man Spring Boot, aber früher war das noch so, dass man auf diese Weise seine Applikation deployen konnte. Wenn es jetzt etwas anderes war, man konnte jetzt auch eine binäre Datei, konnte man jetzt auf einen Server kopieren, man hat ein Startskript geschrieben, sodass beim Neustart die Applikation dann auch immer wieder startet. Und so hat man das früher gemacht, früher hat man so deployed. Das Problem ist, das hat eigentlich funktioniert auf einer Maschine. Mehr recht als schlecht, aber es hat soweit funktioniert. Und das Problem war dann eben, it runs on my machine. Das heißt, wenn man hier ein Setup hat und auf dem Deployment-Server hat man eine andere Java-Version, dann sind wieder nicht mehr alle Features verfügbar und die Libraries mussten dann auch immer gleich sein. Jemand musste dann auch noch die
Eben schauen, dass die Libraries auch keine Konflikte geben, weil wenn es eine neuere Version gibt, die zusammen mit einer alten wieder laufen. Also da gab es eigentlich relativ viele Probleme, wo man einfach gesagt hat, ja, auf meiner Maschine läuft es, aber beim Deployment dann nicht. Mit Containerlösung konnte man das relativ gut abstrahieren. Kann man eigentlich mit Docker und Docker Compose, respektive Docker, kann man sich ein Skript zusammenschreiben, sagen, was braucht es alle Dependencies, und die Chance ist relativ groß, dass es, wenn es auf einer Entwicklungsumgebung läuft, dass es dann auch in der Produktion läuft. Ich sage, die Chance ist groß, es muss nicht sein, es gibt auch dort wieder Corner Cases, aber eben die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es auch funktioniert. Das Problem bei diesem Deployment: Was passiert, wenn es jetzt abstürzt? Was macht man dann? In der Regel hat man dann ein Skript geschrieben, das immer wieder diesen Dienst neu gestartet hat. Das ist auch eine Variante. Gut, Apache Tomcat und diese großen Servers, die liefen relativ stabil, aber wenn man etwas selber gebastelt hat, dann ist es möglich, dass es eben nicht stabil gelaufen ist und dass man so ein Workaround bauen musste. Was man dann gar nicht berücksichtigt hat, ist Scaling. Was passiert jetzt, wenn plötzlich ganz viele Anfragen kommen? Wie kann ich die Requests dann auf andere Maschinen verteilen? Dort muss man dann auch händisch mit Load Balancers arbeiten. Bei einem Hardware-Defekt, wenn man eine reale Maschine verwendet hat, also in den Anfängen hatte man reale Maschinen und dort hatte man ab und zu mal einen Disk-Crash und ja, dann musste man dementsprechend reagieren, man musste Backups haben. Heutzutage, das ist einfach mal ein Bauchgefühl, die Rechner, die laufen einiges stabiler, die fallen nicht mehr so häufig aus. Ein Grund, warum die Maschine ausfielen, war eben so ein Headcrash mit diesen Spinning Disks. Mit SSDs gibt es das eigentlich nicht mehr, obwohl auch diese ausfallen können. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass die Rechner einiges stabiler geworden sind. Und ebenfalls ein großes Problem ist, man hat hier einen ganzen Rechner konfiguriert, man hat diverse Dienste drauf aufgepackt. Und wenn man etwas Schlechtes konfiguriert hat, hier bei Apache oder hier einen Bug geschossen hat, dann hatte man theoretisch Zugriff auf die gesamte Maschine, auf weitere Dienste. Das heißt, es war auch nicht isoliert und deswegen auch nicht optimal so produktiv einsatzfähig. Man hat dann immer mehr gewechselt, zuerst auf VMs, heutzutage mehr auf Containers. Das hilft enorm. Das heißt, man kann die Dienste jetzt kapseln. Man kann einen Dienst, den Apache, kann man in einer VM laufen lassen. Man kann den selber geschriebenen Dienst in einer VM laufen lassen. Wenn man dort einen Bug geschossen hat, dann hat man zwar Zugriff auf die VM, aber nicht Zugriff auf die weiteren Daten. Und auch skalieren kann man besser. Bei einer VM kann man dieser VM gewisse Prozessor-Cores zuordnen. Und wenn man sieht, es braucht mehr Power, kann man dann mehr Prozessor-Cores zuordnen. Das geht natürlich auch nur bis zum Hardware-Limit. Und also vertikal skalieren ist sicher einfacher, aber auch wenn man dort horizontal skalieren möchte, dann braucht es auch wieder weitere Rechner. Auch was ganz angenehm ist, man kann VMs on the fly migrieren. Das geht bei Containers so wie ich. Es geht, also was man machen kann, ist, man hat einen Load Balancer, man hat einen Container mit einem Service, man fährt einen zweiten hoch, und beim Load Balancer kann man dann steuern, alles zu dem einen Service und dann zum anderen Service. So kann man quasi, ohne dass man Downtime hat, von einem Container zum zweiten wechseln. Bei einer VM musste man das gar nicht machen, weil dort konnte man die VM 1 zu 1 kopieren von einem Rechner zum anderen, ohne dass die VM
abgeschaltet werden musste. Das heißt, man konnte Live-Migration machen. Und wenn man jetzt die VMs gepinkt hat und bei einer Live-Migration hat man gesehen, dass da vielleicht anstatt, dass man eine Pingzeit von 5 bis 10 Millisekunden hat, hat man dann 200 Millisekunden, aber dann war es kopiert und dann ist die VM auf einem anderen Rechner. Und es funktioniert eigentlich ohne, dass jetzt man über einen Load Balancer gehen müsste. Nun, die Frage ist, wie kann man jetzt eine App am besten deployen? Da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten. Bevor dass wir auf Docker Swarm und Kubernetes eingehen, es gibt natürlich auch noch zum Beispiel Puppet oder Ansible mit dem Playbooks Chef mit Recipes. Ansible ist eine Konfigurationssoftware, die ein Deployment automatisieren kann. Das heißt, man schreibt dort Playbooks, sagt, wie soll dann die Konfiguration aussehen. Und mit Ansible kann man dann eine Liste von Maschinen angeben, 20 Maschinen zum Beispiel, und sagen, hey, auf diesen 20 Maschinen bitte dieses Playbook durchspielen. Und was Ansible macht, ist, es wird dann per SSH dann sich auf diese Maschinen verbinden und dort diese Konfiguration ausführen. Das ist aber abhängig vom Betriebssystem. Also wenn man zum Beispiel ein Ubuntu-basiertes Betriebssystem hat, dann muss man sich etwas mit apt installieren. Wenn man jetzt ein Fedora oder Red Hat-basiertes System hat, dann muss man das mit YAML machen. Wenn man ein anderes System hat, muss man das anders machen. Also bei Alpine ist dann APK. Und hier muss man dann eben unterscheiden, was hat man genau installiert und wie muss ich dann diese Pakete installieren. Also konfigurieren, wenn man irgendwo Files hin und her schiebt und mit den gleichen Versionen der Applikation arbeitet, dann geht das relativ gut. Aber es gibt doch noch relativ viele Sachen, die sind dann abhängig vom Betriebssystem. Bei Docker Swarm, was ich hier sehr schätze, ist, dass man direkt mit Docker Compose arbeiten kann. Also wenn man bereits ein Docker Compose hat, dann kann man dort noch eine Section hinzufügen, Deployment, und dann kann man eigentlich diese Containers deployen. Es ist sehr einfach, hat aber dementsprechend Einschränkungen. Darüber werde ich noch was erzählen. Und Kubernetes, das ist quasi so der Industriestandard, der sich durchgesetzt hat. Ich mag Docker Swarm, weil es eben super einfach ist, aber man läuft relativ schnell in Limitationen rein, die man bei Kubernetes nicht hat. Ist ein bisschen komplexer, man kann aber auch einiges mehr einstellen. Bei Docker kann man, wenn man den Kontext setzt, sich auch auf entfernte Rechner damit verbinden und schauen zum Beispiel, was dort läuft, neue Dienste starten und stoppen. Das kann man mit minus minus Kontext machen. Also wenn ich jetzt hier Docker Kontext schaue, was habe ich jetzt alles installiert? Ich habe jetzt hier noch einen neuen Kontext X2, das ist unser Rechner bei Axelera, den zweiten Rechner, den wir haben. Und was ich jetzt hier machen kann, ist mit minus minus Kontext kann ich jetzt hier zum Beispiel schauen, was läuft auf diesem Rechner. Ich kann das stoppen, ich kann es dann wieder starten. Hier habe ich jetzt die Binance Smart Chain am Laufen. Ich kann dann auch anschauen, was hier gerade läuft mit Log. Minus F ist sollte Follow sein. Logs. Und
Jetzt sehe ich, was da gerade läuft. Da läuft nicht viel, da muss ich dann noch schauen, was da mit dem Dienst nicht stimmt. Extension Registration failed und genau, also so kann man mit Docker auf entfernte Container zugreifen, die am Laufen sind, quick and dirty mal schauen, was läuft, was nicht läuft. Das geht eigentlich, wenn man ganz wenige Rechner hat. Wenn man dann aber eine Flotte von Rechnern hat, dann ist das nicht mehr praktikabel. Mit Kontext kann man mit Docker arbeiten, leider nicht mehr bei Docker Compose. Aber was man zum Beispiel machen könnte, ist, man könnte Ansible verwenden, zusammen mit Docker Compose, und dort diese Images zum Beispiel zu bauen und auch mit Docker Compose Up dann zu starten. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit und hier sieht man auch, dass sich die eine Technologie mit der anderen nicht ausschließt. Das heißt, man kann auch dann beide verwenden. Ich versuche immer, den Tech-Stack so einfach wie möglich zu halten. Aber eben die Einsatzgebiete dieser Tools, die sind relativ groß. Einen guten Link, den ich gefunden habe, ist hier der Vergleich zwischen Docker und Ansible, dass sie eben verschieden sind. Gut, eben mit Docker, das ist eine Containerlösung, und Ansible, das ist mehr eine Configuration Management, ein Configuration Management Tool. Und hier kommt man dann eben auch zum Schluss, ja, man kann aber auch beides zusammen in Kombination verwenden. Also das eine schließt das andere dann nicht aus. Was man machen kann, wenn man Docker Compose hat, Docker hat in seinen Binaries den sogenannten Swarm Mode und dort kann man mit einer Deploy-Anweisung im Docker Compose sagen, zum Beispiel, wie viele Replikas das man braucht, was passiert, wenn jetzt der Service abstürzt, soll man neu starten. Also dort kann man auch Limiten angeben, wie viel CPU verwendet werden soll, wie viel Speicher verwendet werden soll. Und das hat alles Platz in einem Docker Compose. Von dem her finde ich das extrem praktisch. Und das Deploy, wie es genau konfiguriert wird, oder respektive ein Beispiel, das ist hier nachzulesen. Da sieht man schon, man kann auch sagen, wo es hin platziert, auf welchen Nodes es platziert werden sollte. Das ist ebenfalls möglich. Da unten hat es noch ein Beispiel mit Replikas. Das heißt, hier starten wir drei Replikas. Das Gute dabei ist, Docker Swarm wie auch Kubernetes, die haben einen Load Balancer schon dabei. Das heißt, wenn man nach Docker Swarm, wenn man nach Kubernetes deployt, beim Challenge Task muss man eigentlich den Load Balancer nicht mehr von Hand konfigurieren, weil man hat es dann eigentlich schon in diesen Tools integriert. Genau, mit Docker Swarm kann man den Swarm managen. Docker Swarm, ich bin jetzt in keinem Swarm hier auf dem lokalen Rechner. Ich kann aber einen Swarm initialisieren. Das geht relativ einfach. Das macht man mit einem Kommando. Mit einem weiteren Kommando kann man einen anderen Swarm joinen. Das ist super einfach und wenn man das gemacht hat, dann also zum Beispiel bei einem Rechner ein Init, bei einem anderen Rechner ein Join, dann kann man bereits mit Docker diese Container dorthin deployen. Man hat dann auch Knoten. Die Knoten, die kann man mit Docker Node administrieren. Docker Node. Und hier kann man sagen zum Beispiel, hey, ich will jetzt diesen Knoten jetzt nicht mehr im Swarm drin haben, kann man ihn rausnehmen, man kann schauen, was genau da drauf läuft, und diverse Operationen auf dem ausführen.
Ums Placement muss man sich auch nicht kümmern. Das heißt, Docker Swarm hat einen Scheduler. Das heißt, man sagt einfach drei Replikas und Docker schaut dann, also Docker Swarm schaut dann, wo diese Containers gestartet werden sollen, welche Nodes sind noch am wenigsten belastet und dort, wo es noch am meisten Kapazität hat, wird dieser Container dann gestartet. Wenn jetzt ein Container nicht mehr läuft, Docker Swarm kann das registrieren und kann dann einen neuen Container auf einem anderen Node zum Beispiel hochfahren. Das Setup, habe ich bereits erwähnt, ist denkbar einfach. Man muss natürlich schauen, dass man Docker installiert hat. Das muss man dann halt auf dem Rechner machen. Könnte man zum Beispiel mit Chef, mit Puppet oder mit Ansible machen. Wenn man das aufgesetzt hat, dann alles, was es braucht, ist ein Docker Swarm Init, wenn man einen frischen Knoten starten, einen frischen Swarm starten möchte und wenn man einen Knoten hinzufügen möchte, Docker Swarm Join. Und das wäre es dann gewesen. Das funktioniert eigentlich relativ gut. Ich habe es auch schon häufiger verwendet und ist im Setup sehr einfach zu handhaben. Wenn man jetzt Docker Swarm auf einer Cloud-Umgebung laufen lassen möchte, dann gibt es keine dezidierten Dienste, zumindest nicht bei Amazon und bei Google Cloud. Also bei Google Cloud, dort muss man dann eine Compute Engine, also eine VM, muss man starten und dort kann man dann auch wieder mit Docker Swarm Init seinen Swarm initiieren. Das läuft analog eigentlich bei Amazon. Das heißt, dort braucht es dann auch eine EC2 Instanz und dann ebenfalls wieder mit Docker Swarm Init den Swarm installieren und dann dazu komme ich dann noch, wie man das den Service deployen kann. Bei Azure gibt es diverse Optionen. Hier kann man natürlich auch seine VM hochfahren und dann seinen Docker Swarm initialisieren. Oder aber man kann den Container Service verwenden und es gibt die Option, dass man Docker Swarm als Orchestrator verwenden kann. Das habe ich jetzt selber nicht probiert, aber das ist eigentlich eine Ausnahme hier bei Azure, bei den anderen beiden großen. Dort muss man jeweils eine VM starten. Wenn man sich jetzt nun Kubernetes und Docker Swarm anschaut, da gibt es immer wieder Diskussionen, wobei was sich jetzt durchgesetzt hat, ist Kubernetes. Ich werde auch sagen, warum oder ein Beispiel zeigen, wo jetzt Docker Swarm halt noch nicht so weit ist. Hier sich mal eine gute Erklärung, was sind die Vor- und was sind die Nachteile. Und durchgesetzt hat sich aber Kubernetes. Ich finde Docker Swarm aber immer noch sehr interessant, weil es eben einfach ist. Docker Swarm ist relativ schnell aufgesetzt. Hier ein Beispiel mit drei VMs. Was ich ausprobiert habe, ist drei VMs aufgesetzt, respektive vier VMs. Der eine wird dann zum Manager. Der Manager, dort habe ich auch Docker Swarm Init ausgeführt und dann bekomme ich den Token. Der wird auf der Kommandozeile wieder dann angezeigt. Und bei den restlichen drei kann ich dann Docker Swarm Join aufrufen, den Token übergeben, sagen, was ist der Swarm Master und dann ist es bereits aufgesetzt. Kann man sich das auch anschauen mit Docker Info oder Docker Node LS und schauen, dass man tatsächlich Teil von diesem Swarm ist. Das ganze Setup, Create a Swarm, ist auch hier beschrieben. Wie gesagt, es funktioniert sehr zuverlässig, ist auch ganz einfach.
Was man als nächstes braucht, ist, man braucht irgendwo ein Repository, wo man Images hochladen kann. Man kann natürlich auch Images von Docker Hub nehmen, wenn sich jetzt diese nicht verändern, wie zum Beispiel Postgres. Das nehme ich jeweils direkt von Docker Hub oder Nginx oder den Load Balancer. Das kann man dann direkt verwenden. Für das kann man eigentlich Docker Hub als Registry verwenden. Wenn man jetzt aber mit Docker sein eigenes Image erstellt, also wenn ich jetzt ein Base Image nehme, das Alpine Base Image und dann meine Dependencies dort definiere, meine Applikation kompiliere und dann meine Applikation dort in diesem Container auch starten lassen kann, dann habe ich so ein Custom Image und das muss ich dann irgendwo in ein Registry hochladen. Das kann entweder lokal passieren, also lokal im Docker Swarm. Man kann dort eine Registry definieren. Das geht ganz einfach mit Docker Service Create. Gibt dem Namen Registry auf dem Port 5000. Das ist jetzt von Docker Hub Registry mit der Version 2. Und dann kann ich diese Registry bereits verwenden. Oder aber jeder Cloud-Anbieter, der bietet auch Registries an für Projekte. Wir haben zum Beispiel die Registries von DigitalOcean verwendet, aber jeder große Cloud-Provider bietet das dann ebenfalls an. Mit Docker Service LS kann man dann herausfinden, was für Dienste alles laufen. Und also man kann mit Service kann man diese Dienste erstellen. Mit Service LS kann man eigentlich abrufen, was gibt es alles für Dienste. Das kann ich hier kurz zeigen, wenn ich mich noch den Bildschirm wechseln. Hier kann ich jetzt mit Docker Context, ich gehe auf den entfernten Rechner, Service LS und da sehe ich, da habe ich einen Dienst und zwar ist das die Binance Smart Chain mit meinen Port Mappings. Diesen Dienst habe ich jetzt ebenfalls mit Docker Create, Service Create erstellt und mit Docker Service kann ich dann den Dienst auch wieder löschen oder wenn es ein Update gegeben hat, kann ich das dann updaten, schauen, was läuft auf diesem Dienst. Das geht über das Service-Kommando. Wenn man nun seinen eigenen Dienst hat, hier ein Beispiel. Da hat man jetzt eine Voting-App, die hat man in diesem Registry drin und da kann man noch mit Deploy angeben, was zum Beispiel die Resource Constraints sind. Also man kann da Limiten angeben, CPUs, Memory. Man kann angeben, wie viele Replikas das man haben möchte. Man kann sagen, was passiert, wenn es einen Fehler gegeben hat. Hier gibt es dann einen, oder versucht man dreimal neu zu starten. Also da kann man relativ viele viele Sachen konfigurieren. Und die Konfiguration, wie gesagt, ist und bleibt in Docker Compose YAML. Das ist das, was mir gefällt. Es gibt andere Sachen, die gefallen mir nicht. Und zwar haben wir Docker Swarm übernommen, weil wir, also bei Torvald, beim aktuellen Projekt, wo ich auch involviert bin. Und dort hatten wir mit Docker Compose angefangen und dachte ich, am einfachsten Docker Swarm und that's it. Es funktioniert, also wir können Load balancen, der Traffic wird schön aufgeteilt, das funktioniert. Das Problem ist aber, auf unserem Load Balancer sehen wir zum Beispiel nicht die reale IP-Adresse des Users. Wir sehen dann immer die IP-Adresse 10.0.0.2. Es sind so Kleinigkeiten. Ich meine, es funktioniert wegen dem trotzdem, aber wenn man jetzt Auswertungen machen möchte, woher kommt diese IP, Geolocation, auf welche Länder sollen wir uns fokussieren, dann funktioniert das zum Beispiel schon wieder nicht mehr. Und das ist so eine annoying limitation. Diese ist auch bekannt. Es gibt auch einen
ein Issue, das immer noch offen ist. Und hier sieht man, da wird ganz rege diskutiert. Und es sind einfach so Kleinigkeiten, wo man dann relativ schnell ans Limit läuft und es gibt leider kein Workaround. Und deshalb denke ich mir, hat sich auch Kubernetes durchgesetzt, weil man das dort eben konfigurieren kann. Bei Docker Swarm ist zwar sehr einfach, aber eben wenn man solche Kleinigkeiten hat, die man dann eben nicht konfigurieren kann, die dann nicht funktionieren, dann wechselt man dann auf etwas anderes, wo man die Möglichkeit hat, das zu konfigurieren. Was ebenfalls, das unabhängig von Docker Swarm oder Kubernetes, was sicherlich wichtig ist, dass wenn man mehrere Knoten im Einsatz hat, dass man die Logs aggregiert irgendwo. Und wir verwenden jetzt Logtail, aber es gibt andere Anbieter, es gibt Splunk und ganz viele andere Seiten, wo die Logs aggregiert werden, wo man dann auch Auswertungen machen kann. Man kann hübsche Grafiken mit Grafana machen und dort kann man dann schnell sehen, wenn etwas nicht läuft, ab wann das etwas nicht gegangen ist. Man kann die Logfiles auch korrelieren und das hilft enorm bei der Fehlersuche und man kann dann auch Metriken rausziehen. Im Rahmen von Tor Wallet verwenden wir die Tor Chain und da gibt es ein ganz schönes Dashboard, welches eben auf diesen Logs aufbaut. Da kann man ganz wunderbare, wunderschöne Sachen machen. Hier das Beispiel, das ist jetzt von NineRealms, das sind ebenfalls Entwickler, die daran arbeiten. Und hier kann man eine Menge von Informationen ganz hübsch darstellen. Und das sieht Memory Usage, da sieht man, dass da ein Service wahrscheinlich neu gestartet worden ist, weil er vermutlich zu viel Speicher verwendet hat. Aber hier kann man schon mal sehen, wo könnten Probleme sein. Hier sieht man, welche Nodes, welche Validators aktiv sind, welche auf Standby sind. Also wunderschön, da kann man sich austoben. Wichtig ist, dass man diese Informationen zentral irgendwo an einem Ort hat. Man sollte diese Logs irgendwo aggregieren können und dann kann man solche hübschen Dashboards, dafür bauen. Kubernetes ist wie Docker Swarm eine Möglichkeit, wie man die Container orchestrieren kann, wo man sagen kann, wie viele Replikas das es braucht. Und da kann man dann automatisiert deployen. Man kann auch automatisch scalen. Das heißt, Kubernetes schaut dann, dass genügend Replikas vorhanden sind. Wenn mal ein Rechner runtergeht, dann wird das Kubernetes merken und wird dann einen neuen Container hochfahren. Kubernetes wurde von Google gestartet, wurde aber mittlerweile an die Cloud Native Computing Foundation übergeben. Das sind diese hier, die haben ganz viele Technologien, welche sie pflegen, weiterentwickeln. Hier sieht man die Auflistung, unter anderem auch Kubernetes, Envoy, Containerd. Also die pflegen viele Projekte. Das ist ein Zusammenschluss von mehreren Firmen, die das dann auch pflegen. gRPC, das hatten wir ebenfalls in der Vorlesung gesehen. Und wird nun dort weiter gepflegt. Kubernetes kann man als Platform as a Service beziehen, zum Beispiel bei Google. Dort gibt es die Kubernetes Engine. Dort kann man dann direkt sich einen Cluster mieten. Wenn man Neukunde ist, bekommt man sogar $300. Da kann man dann ein bisschen damit herumspielen. Und die anderen Cloud-Provider haben ebenfalls ein analoges Programm. Bei Amazon ist es Amazon Elastic Kubernetes Services. Bei Azure gibt es ebenfalls den Azure Kubernetes Service.
Und bei DigitalOcean ebenfalls, das heißt alle großen Cloud-Provider, die haben Kubernetes im Angebot, Platform as Service. Was nicht immer ganz einfach ist, ist das Pricing. Da gibt es auch diverse Artikel, die beschreiben, wie man zu einem guten Pricing kommt, wie man zum Beispiel ein Kubernetes-Cluster für $1 pro Tag laufen lassen kann. Genau, da muss man halt schauen, zu welchem Provider man geht, wie viel man zahlt. Das ist dann nicht immer sehr transparent und vergleichbar. Die Version 1.0, die gibt es schon ein bisschen länger. Die wurde vor 7 Jahren veröffentlicht, 2015. Und es gibt mittlerweile gute Unterstützung. Es gibt einen Package Manager, das sich Helm nennt, Helm Chart. Dort kann man seine Packages jetzt bündeln als Kubernetes Services und diese dann relativ einfach installieren. Was es auch noch gibt, es gibt einen Converter für Docker Compose, das sogenannte Compose mit K. Das hat bei mir auch entsprechend gut funktioniert. Das heißt, man hat hier ein Docker Compose, kann es dann konvertieren in Kubernetes Configuration Files. Wieso braucht es Kubernetes? Nun, es hilft beim Deployen natürlich, wenn jetzt ein Container jetzt crasht, dann wie Docker Swarm schaut Kubernetes, dass die Container wieder laufen, dass genügend Replikas laufen. Diese Replikas, die kann man deklarativ festlegen, zum Beispiel 3 Replikas, und Kubernetes schaut, dass dann immer 3 Instanzen von diesem Container laufen, auch wenn jetzt einer zum Beispiel out of memory ist, abgeschossen wird, dann wird ein neuer hochgefahren. Das heißt, Kubernetes managt quasi den Lifecycle von Containern und deswegen wird Kubernetes sehr häufig eingesetzt und es bietet mehr Konfigurationsmöglichkeiten als Docker Swarm an und ich denke, deshalb hat sich es auch durchgesetzt, weil man mit Docker Swarm relativ schnell ans Limit geht, so wie vorhin beim Beispiel mit diesen IP-Adressen gezeigt. Die Designprinzipien von Kubernetes sind, dass man eben die Konfiguration deklarativ hält. Das heißt, man definiert einen Zustand, so möchte man es haben, übergibt das Kubernetes und Kubernetes schaut, dass dann dieser Zustand auch so anhält, respektive dieser Service in diesem Zustand ist. Kann man als Self-Healing bezeichnen. Wenn jetzt ein Container abstürzt, wird ein neuer gestartet. Es ist nicht so, dass man jetzt den Code irgendwie magic-mäßig fixt, wenn es irgendwann ein Memory Leak gibt, aber zumindest der Service wird neu gestartet. Es bietet eine Abstraktion für ein verteiltes System, für ein Distributed System an. Es bietet einheitliche Interfaces, wie man mit diesen Containern interagieren kann. Das heißt, wenn man so ein Kubernetes-Cluster hat, spielt es nicht so eine große Rolle, welche Betriebssysteme man darunter hat. Nicht so wie bei Ansible, wo es dann wichtig ist, beim Konfigurationsfile ist Ubuntu, ist ein Fedora. Und bei Kubernetes, dort gibt es ein einheitliches Interface. Man weiß, wie man mit diesem Interface interagieren kann. Und dann kann man einfacher oder respektive einheitlicher mit Kubernetes, mit diesen Nodes in diesem Kubernetes, mit diesen Services interagieren. Die Containers, die sind immutable oder die werden als immutable angeschaut. Das heißt, sobald irgendwo State abgespeichert wird, dann hat man natürlich ein Problem, weil wenn ein Container State abspeichert, dann neu gestartet wird, dann ist der State weg. Es gibt natürlich auch Stateful Containers, aber der Default Container, der ist stateless. Und sobald dann das passiert, eben, dass wenn ein Container neu gestartet wird, dann wird der frisch hochgefahren
Und sobald man dann das Date gespeichert hat, dann ist dieses Date weg. Das heißt, wichtig ist, wenn man so einen Dienst schreibt, in der Regel versucht, diesen Dienst stateless zu haben. Den State, wenn man State braucht, speichert ihn in eine Datenbank ab, aber speichert diesen State nicht im Container selber drin ab. Was auch noch möglich ist bei Kubernetes, ist Rollback von Applikationen. Das heißt, wenn etwas nicht funktioniert hat, kann man dann automatisch ein Rollback definieren. Funktioniert in einfachen Fällen relativ gut. Wenn man aber dann zum Beispiel auch ein Update hat, wo man dann bei der Datenbank ein neues Versions- und ein neues Schema gibt, wenn es eine neue Version vom Schema gibt, dann müsste man bei einem Downgrade auch wieder das Schema downgraden, und dann braucht man kein Upgrade, nicht nur ein Upgrade-Skript, sondern ein Downgrade-Skript, und das macht das alles wieder ein bisschen komplizierter. In der Theorie kann man das, wenn es zu vermeiden ist, dann würde ich solche Rollbacks versuchen zu vermeiden, aber natürlich gibt es dann auch immer Use Cases, wo solche Downgrades auch notwendig sind. Dann bei Kubernetes spricht man von einem Pod, also ein Container ist dort ein Pod. Deswegen heißt auch die Docker-Variante dort Podman, da kann man Pod starten. Und das sind für Long-Running Containers gedacht. Es gibt dann auch noch Jobs, das sind eher die kurzfristigen Container, die kurz etwas machen, dann sich wieder schließen. Dann gibt es Volumes, ähnlich wie bei Docker, kann man Volumes definieren, und die können dann von allen Containers in so einem Pod können auch darauf zugegriffen werden. Beim Deployment, dort definiert man die Hardware-Limiten, dort kann man eben deklarativ dann bestimmen, was man alles braucht. Man kann dann die Services bestimmen, und dort kann man dann auch einzelne Pods bestimmen, was dieser Service alles ausmacht. Und es gibt noch einen Ingress, das heißt, wie man auf diese Services zugreift. Also wie man von außen darauf zugreift. Das kann man relativ flexibel konfigurieren. Kann man jetzt bei Docker Swarm nicht, bei Kubernetes kann man es zum Beispiel. Wenn man jetzt mehrere Projekte hat, ist mir auch schon passiert, wir hatten zwei Projekte am Laufen, beide haben Kubernetes verwendet, dann gibt es die Namespaces, das heißt, man kann dann in einem Namespace X sein Projekt A laufen lassen und in einem Namespace Y sein Projekt B, und dann kommt man relativ gut aneinander vorbei. Der Zusammenhang zwischen Pod, Deployment, Service und Ingress ist in dieser Grafik ersichtlich. Das heißt, hier oben haben wir den externen Benutzer, der greift über den Ingress auf einen Service zu. Der Service, der besteht aus mehreren Pods, aus mehreren Containers. Die sind beschrieben in einem Deployment, wie der Soll-Zustand dann gewünscht ist in diesem Deployment. Und Kubernetes schaut dann, dass das eben so auch tatsächlich alles heraufgefahren wird, dass die Containers gestartet werden und dass der Service entsprechend zugänglich ist. Wenn man Kubernetes lokal austesten möchte beim Entwickeln, bietet sich Minikube an. Ich habe es mit K3S probiert. Mit Minikube habe ich es auch probiert, funktioniert auch. K3S war mir ein bisschen sympathischer, da man ein Binary hat, und that's it. Das heißt, sieht relativ einfach und leichtgewichtig aus. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass es dann nicht so einfach ist, hat dann noch ein paar Probleme mit dem DNS. Aber eben da sieht man auch wieder, dass da die Komplexität eine Rolle spielt. Beim Kubernetes hat man ähnlich wie bei Docker, hat man einen Master, und man hat dann die Workers, die muss man entsprechend konfigurieren. Das funktioniert eigentlich relativ gut. Die Worker, respektive die Pods, die darauf laufen, auf diesen Workern,
Oder die Dienste, die darauf laufen, die haben dann in der Regel einen Endpoint für Liveness und Readiness. Liveness ist man überhaupt funktioniert dieser Dienst überhaupt tatsächlich? Und Readiness, bin ich bereit, um jetzt eine Antwort zu geben? Zum Beispiel, steht meine Datenbankverbindung bereits? Kann ich auf eine Anfrage antworten? Das hat dann einen Einfluss, ob man jetzt den Dienst neu startet oder nicht. Wenn man zum Beispiel live ist, aber noch nicht ready, dann weiß dann der Load Balancer, okay, da vielleicht den Traffic noch nicht hinrouten. Erst wenn dann beide live und ready sind, dann weiß der Load Balancer, okay, Traffic dorthin leiten. Wenn jetzt die Liveness sagt, der Pod oder der Container, der reagiert nicht mehr, dann weiß Kubernetes, okay, ich muss jetzt noch einen weiteren Pod hinzufügen. Ich habe das Ganze dann auch mit drei VMs getestet. Das hat dann auch funktioniert. Das heißt, ich habe da wieder meine Workers, meine Kubernetes Worker und dort konnte ich dann meine Services deployen. Das hat eigentlich relativ gut funktioniert und hier möchte ich euch auf ein Video verweisen, und zwar auf dieses hier. Den Link, den werde ich noch in die Slides einbauen. Das ist ein Kubernetes-Kurs, der erklärt alles, Hello and welcome to dauert this auch nur vier complete Stunden. Kubernetes course. Und The course danach is a mix solltet of ihr animated eigentlich curated. up-to-date sein. Das würde den Rahmen dieser Vorlesung sprengen. Ist auch nicht Bestandteil vom Challenge Task. Ist sicher gut, wenn man das kennt, wenn man das weiß, wenn man damit rumgespielt hat. Die einen oder anderen werden auch Kubernetes oder verwenden auch Kubernetes. Das finde ich immer spannend. Weil dann spart man sich zum Beispiel den Load Balancer und den Load Balancer Setup, weil das Kubernetes bereits mitbringt. Aber eben, wer jetzt genau wissen möchte, wie man das aufsetzt, wie man das konfiguriert, dem empfehle ich diesen Kurs hier.